Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute geht es um das Thema hart trainieren. Es gibt bereits schon Videos dazu, einige auf diesem Kanal, die genau das immer wieder behandeln. Wie trainiere ich hart? Alleine schon meine ganzen Trainingsvideos zeigen, wie man hart trainiert, denn eigentlich mache ich nichts anderes. Deswegen, ich würde sagen, streichen wir mal das hart, das sollte eigentlich normales Training sein. Das Ganze sieht man auch in diesem Video, wo es um HIIT geht. High Intensity Training. Auch das halte ich eigentlich für die normale Art des Trainierens, was man am Titel erkennt. Und auch da werdet ihr noch eine ganze Menge erfahren, was genau es bedeutet, hart zu trainieren und welche Maßnahmen man dazu ergreifen muss. Außerdem gibt es immer wieder zwischendurch Videos, wo ich auch von Intensitätswiederholungen spreche und Übungen. Das könnt ihr da sehen. Aber all das sagt noch nicht unbedingt, was damit gemeint ist, und viele von euch verwechseln es einfach und kommen dadurch nicht zu dem Punkt, hart zu trainieren. Aber jetzt schieben wir das Ganze erstmal beiseite. Warum geht es um das Thema? Ihr wisst, eines der Hauptthemen auf diesem Kanal ist die ewige Diskussion rund um, was ist besser, einmal die Woche den Muskel trainieren oder zweimal die Woche. Bro-Split oder YouTube Science, wie ich es ganz gerne nenne. Und diejenigen von euch, obwohl es immer weniger werden, habe ich das Gefühl, die tatsächlich noch meinen, mit zweimal, vielleicht sogar dreimal die Woche Training, wären sie besser dran. Und jetzt möchte ich hier mal eine Sache ausschließen. Es gibt immer wieder einige da draußen, die sagen, ja, aber bei mir funktioniert das. Ich habe 25 Jahre trainiert und jetzt funktioniert das besser. Die sind gar nicht gemeint. Bei mir würde es mittlerweile auch gut funktionieren. Aber ich habe mir meine Sporen bereits verdient. Und das hat man, indem man vorher anders trainiert hat, mehr auf Gewichte gegangen ist und einfach da schon die Muskulatur so weit aufgebaut hat. Sprich, die Satellitenzellen in den Muskeln erhöht hat und dadurch jetzt wesentlich besser die Muskeln anspringen auf jede Form des Widerstandstrainings. Die sind ausgenommen. Wir gehen davon aus, wenn das jemand nicht gemacht hat, nie gemacht hat, dass er dann tatsächlich meint, mit zweimal die Woche besser trainieren zu können. Manche von euch da draußen haben nämlich einen besseren Erfolg, zweimal die Woche zu trainieren als einmal. Aber ich würde auch hier behaupten, 90% von denjenigen, die das meinen und sich selbst schon bewiesen haben und ganz eindeutig sagen, ja Gotti, bei mir ist das so, würden, wenn sie wissen würden, wie man hart trainiert, würde das nicht so sein. Denn das ist etwas, was ich vor allem in letzter Zeit immer mehr bemerke und auch mit Kevin Gebhardt schon festgestellt habe, mit all seinen Klienten, die er derzeit hat. Es liegt oftmals am harten Training. Die Leute meinen oft schon, dass sie hart trainieren würden, aber tun es nicht. Trainieren sie dann einmal mit ihm oder mit mir, dann plötzlich ist nach der Hälfte aber Schluss und sie sitzen zitternd irgendwo in der Ecke und können nicht mehr. Das zentrale Nervensystem ist total übergeschnappt. Und jetzt gibt es auch schon wieder die Einwände, ja, aber so weit sollte man es doch gar nicht kommen lassen. Es geht hier nicht um Gesundheit. Es geht hier nicht darum, sich wohl zu fühlen. Denn dies ist jetzt ein Tipp, wie man maximal Muskeln aufbaut. Und das ist eh kein Thema der Gesundheit. Dazu gab es jetzt erst ein Video. Schön reinschauen. Genau deswegen ist das Video gemacht worden für diese Einwände. Hier geht es darum, wie ich maximal Muskeln aufbauen kann. Und ja, dazu muss ich damagen. Dazu muss ich ordentlich Schaden in meinem Körper anrichten. Er wird nicht so groß sein, dass ihr dadurch ganz ungesund seid, aber dennoch ist es erstmal ziemlich eine Tortur für den Körper. Und um hart zu trainieren, können wir nicht einfach nur mental alles geben. Wenn wir zum Beispiel Trainingsanfänger sind, dann sind wir gar nicht dazu imstande, weder mental noch physisch. Der Muskel ist gar nicht dazu imstande, das zu gewährleisten, weil ihr noch gar nicht schafft, auch die neurologische Verknüpfung noch nicht habt, alle Muskelfasern gleichzeitig in einer kurzen Zeit zu aktivieren. Das muss man lernen. Deswegen machen Anfänger auch Woche für Woche extreme Fortschritte. Obwohl sich die Masse vielleicht gar nicht großartig anpasst, explodiert die Kraft. Man kommt von 40 Kilo auf 50 Bankdrücken, auf 60, auf 70 und das rasend schnell. Aber nicht entsprechend schnell wächst auch der Muskel. Das passiert, weil die Anpassung neurologisch stattfindet. Man lernt einfach, immer mehr Muskelstränge zu aktivieren. Und das dauert wirklich lange, bis man damals zu nahezu 100% kommt. Das kann Jahre dauern. Jahre des intensiven Trainings und sich damit befassen. Und das ist eine Sache, wo der Körper alleine schon lernen muss, hart zu trainieren. Das heißt, wer auch immer da draußen erst seit einem Jahr trainiert, er kann nicht so hart trainieren,
wie jemand, der schon seit 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jahren trainiert. Ich weiß nicht, bis wann das geht. Vielleicht, weil man es ja nicht messen kann, kann das schon jemand nach 2 Jahren. Vielleicht geht es aber auch erst grundsätzlich nach 6, 7 Jahren. Das weiß ich nicht. Und da muss man sich auch darum kümmern. Wer einfach nur meint, oh, ich konnte jetzt keine Wiederholung mehr machen, dann ist das hartes Training. Der irrt sich schlichtweg. Jetzt darf man hart nicht damit verwechseln, dass es unangenehm ist, brennt, Schmerzen zufügt. Weil dann kann ich Liegestütz machen bis zum Ende und es brennt richtig. Und ja, ich werde dann wahrscheinlich sogar einen stärkeren Schmerz verspüren, als würde ich nur 6 Wiederholungen machen, dafür mit 120 Kilo auf der Bank. Aber das ist nicht das, was wir hartes Training nennen. Ganz im Gegenteil, das ist Pumptraining. Der Muskel wird aufgebläht und ja, das hält sich dann vielleicht sogar. Und wenn ich das 3-mal die Woche mache, dann ist der schön aufgebläht. Aber das ist eine Illusion, wenn man meint, das wäre Fortschritt. Denn so kommt ihr über die Jahre nicht weiter. Aber die 6 Wiederholungen, die, wo ihr kein großes Brennen gespürt habt, die eigentlich nicht hart waren, um sie durchzuhalten, waren viel härter für den Körper. Wenn ihr das einmal eine ganze Trainingseinheit gemacht habt, das werdet ihr am nächsten Tag spüren. Warum die Liegestütze nicht? Das zentrale Nervensystem ist hier ein Schlüssel dazu. Viele Wiederholungen gehen gar nicht so sehr aufs zentrale Nervensystem, weil es wenig Gewicht ist im Verhältnis zum Körper. Das sind vielleicht 60 Kilo Bankdrücken im Verhältnis, vielleicht sogar weniger. Aber mit 120 Kilo einen Körper, der gerade mal 90 Kilo wiegt, zu erschüttern, und beim Rücken wird das noch schlimmer, das geht ans Elementare. Das geht ans Eingemachte. Und das wird der Körper spüren. Das ist die zweite große Message. So könnt ihr den Muskel auch immer leicht ausbrennen. Wenn ihr zum Beispiel ganz viele Intensitätstechniken anwendet, Supersätze und so weiter, und in kurzer Zeit auf den Muskel einhämmert, kurze Pausenzeiten nur lasst, dann ist das mal wieder ein schweres Training gewesen irgendwo und es war hart durchzuhalten, aber es war nicht so hart für euren Muskel unter Umständen. Sondern ihr müsst schon mit dem Gewicht arbeiten, ihr müsst ihn schon mit einem gewissen Gewicht belasten. Und auch hier merkt ihr, dass man sich das erstmal verdienen muss. Jemand, der ganz am Anfang seines Trainings ist, sagen wir mal ich, als ich noch 56 Kilo wog, da war ich vielleicht im Bankdrücken mit 50 Kilo oder weniger sogar schon bedient. Ich konnte damit vielleicht nur 6, 7 Wiederholungen machen. Und mehr konnte ich einfach nicht machen. Ich habe es weder gelernt, noch ist das genug Gewicht. Das heißt, ich habe immer nur ca. 80% meines Körpergewichts bewegt beim Bankdrücken und beim Rücken ähnlich. 80% ist da dann nicht so viel. Aber wäre ich von Anfang an kräftiger gewesen und hätte bereits schon 100, 120 bis 150% meines Körpergewichts bewegen können, ist das härter für den Körper. Man muss das in Verhältnissen setzen. Und deswegen, umso stärker ich werde, desto eher kann ich auch hart trainieren, weil das Verhältnis immer, immer, immer mehr zugunsten des Gewichts ausgeht, das ich beim Training benutze. Das wird immer höher sein und mein Körpergewicht wird runtergehen. Und dann ein Aspekt, den ich schon mehrmals vorher erwähnt habe, das Mentale. Das darf man nicht unterschätzen. Ihr müsst immer dabei bleiben und daran arbeiten, mental euch zu bezwingen. Und das ist gar nicht so leicht, wie es klingt. Jemand, der auch da wieder einfach nur das danach bemisst, heute bin ich immer bis zum Ende gegangen und ja, ich habe viel Gewicht benutzt, genauso wie der Gotti es gesagt hat, ich habe immer nur 6, 8 und 10 Wiederholungen gemacht, gar nicht mehr und ich konnte nicht mehr. Ja, dann war das doch ein hartes Training. Ja, man hat schon viel von der Liste erfüllt. Aber ihr müsst zu einem wahren Shaolin-Mönch werden. Die Mönche, die unter dem kalten Wasserfall stehen und das Ganze aushalten. Ja, man kann versuchen, es auszuhalten, man kann das aber auch perfektionieren. Jeden Tag machen. Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Und dann werdet ihr irgendwann nichts mehr spüren unter dem kalten Wasserfall. Und das müsst ihr auch trainieren. Ihr müsst mental über die Grenze gehen können. Mental es schaffen, so sehr euch zu bezwingen, dass ihr in den Schmerz hineintrainiert. Und das ist wahrlich keine Sache, die man ganz am Anfang leisten kann. Alleine schon auf ein paar Prinzipien immer Rücksicht zu nehmen, die ich bereits schon im Hit-Video erwähnt habe oder auch mal in dem Video der negativen Wiederholung. Ganz wichtig, dass ihr zum Beispiel immer kontrolliert in die Spitzenkontraktion geht und langsam die negative macht. Das ist selbst für Fortgeschrittene echt schwer, wenn man gerade ein richtig krasses Gewicht bewegt hat, neues Rekordgewicht, schon im dritten, vierten Satz vielleicht ist einer Übung oder sogar schon in der zweiten Übung. Und dann trotzdem noch, wenn man die letzte Wiederholung geschafft hat und alles tut schon weh, der Körper schreit schon, hör auf, ich kann nicht mehr. Und trotzdem lässt man noch langsam nach. Und das jeden Tag, in jeder Einheit, in jedem Satz, in jeder Übung, Jahr für Jahr. Das ist brutal. Das muss man erstmal schaffen.
Macht ihr das bereits? Macht ihr die Negative immer kontrolliert? Oder nicht? Lasst ihr die einfach fallen? Oder die letzte, die allerletzte, lassen sogar die meistens fallen, die sonst immer auf die Negative achten. Dann lässt man schnell los, weil man es gerade noch so geschafft hat bis zum Ende und bumm. Oder man macht nur noch eine Teilwiederholung und lässt fallen. Auch die nicht, Leute. Auch das wird noch kontrolliert. Bis zum Ende des Trainings, nach einer Stunde trainieren, nach anderthalb Stunden trainieren, muss das immer noch sitzen. Und das ist ein verdammter Lernprozess. Das müsst ihr hinkriegen. Und dann kommt ihr dahin, hart zu trainieren. Und jetzt nähern wir uns wieder dem, wo wir angefangen haben. Wenn ihr es schafft, hart zu trainieren, wenn ihr das gelernt habt, dann werdet ihr aus einmal die Woche nicht nur mehr rausholen, dann könnt ihr gar nicht mehr trainieren. Das ist das, was ein Markus Rühl auch immer wieder gesagt hat. Und jetzt kommt mir nicht wieder mit Stoff hin oder her. Gerade mit Stoff wird man schneller regenerieren. Und er hat einfach behauptet, er kann gar nicht eine zweite Einheit hinterherjagen. Es ist gar nicht möglich, weil er sich so verausgabt hat in einer. Muss man aber lernen. Und wenn ihr seine Trainingsvideos seht, dann wisst ihr, ja, der scheint es gelernt zu haben. Und dann seid ihr auch nicht mehr dazu imstande. Aber ihr werdet belohnt mit dem stärksten Wachstumsreiz, den ihr setzen könnt. Ja, auch als Naturaltrainierende. Und wenn ihr das nicht beherrscht, ja, und wenn ihr das nicht machen wollt, ja, dann trainiert auch gerne zweimal die Woche. Aber wer sich dahinter versteckt und sagt, ich habe beides ausprobiert und ich habe mit zweimal die Woche mehr Erfolg. In den meisten Fällen, schwöre ich euch, lernt ihr hart zu trainieren, hättet ihr mit einmal mehr Erfolg. Und es macht auch noch mehr Spaß. Gut, aber das ist vielleicht auch individuell. Die meisten bestätigen es dann zumindest. So viel einmal dazu. Ihr müsst lernen, hart zu trainieren. Es ist zumindest mal ein Experiment wert. Und selbst wenn ihr danach wieder zum normalen Training zurückkehrt für euch oder zum etwas softeren Training, das ist ja absolut okay, dann habt ihr es mal ausprobiert. Wer auf jeden Fall auf Effizienz achtet, der sollte auch mal hart trainieren lernen. Irgendwo gehört das dazu und hat immer noch den größten Erfolg. So, jetzt könnt ihr in die Tasten hämmern und dazu etwas kommentieren. Ansonsten, wenn ihr euch sowas gefällt, grundsätzlich, ob ihr meiner Meinung seid oder nicht, lasst mir gerne einen Daumen da. Schaut euch mal die vielen anderen Videos an, nicht nur die, die ich hier oben immer zeige in der Ecke da, sondern auch die, die ihr so auf dem Kanal findet, ist sicherlich noch einiges Interessantes bei. Und ansonsten, schaut mal bei Protein Arena vorbei und beim nächsten Video von mir. Macht's gut, bis bald, euer Gotti.